Hallo zusammen. Willkommen zu diesem Capstone-Videozyklus. Mein Name ist Freddy Witwer und ich möchte euch im Hinblick auf eure Reifeprüfung im Bereich AG3 rund um die Vektorrechnung unterstützen. Hierfür habe ich 5 Videos zu den jeweiligen Grundkompetenzbereichen erstellt. Damit das Ganze etwas Sinn macht, solltet ihr gewisse Vorkenntnisse mitbringen. Erstens, ihr solltet wissen, was ein Vektor ist und wie man diesen erstellt. Zweitens sollte man auch wissen, wie man Vektoren verwenden kann, sowohl geometrisch als auch nicht geometrisch. Drittens wäre es hilfreich, wenn ihr gewisse Grundbegriffe schon kennen würdet. Wie zum Beispiel, was ist Parallelität, was heißt, etwas steht normal aufeinander, was ist ein Normalvektor, was versteht man unter Richtung eines Vektors bzw. dessen Orientierung, was ist ein Gegenvektor und wie kann ich den zum Beispiel verwenden. Dies alles wäre hilfreich, wenn man bereits kennen würde. Was auch wichtig ist, dass man weiß, was im Formelheft zum Thema Vektoren steht und wie man dies verwenden kann. Was ist nun das Ziel dieser Videoreihe, beziehungsweise was sind die Ziele? Erstens, Vektoren als Zahlentupel verwenden können, also nicht geometrische Verwendung. Zweitens, Vektoren natürlich auch geometrisch verwenden können. Wie zeichne ich sie, was bedeutet die Richtung und so weiter. Dann die wichtigsten Rechenoperationen in Bezug auf Vektoren sollten angewendet werden können. Hierfür habe ich im Video spezielle Beispiele. Man soll die Parallelität zweier Vektoren überprüfen können, beziehungsweise einen parallelen Vektor erstellen können. Dasselbe mit Normalvektoren, diese erstellen können und diese verwenden können. Und mit der Parameterdarstellung einer Gerade sollte man auch arbeiten können. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß bei meinem Videozyklus.